Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der Trainerkarriere in FIFA 20 mit Kräuter Fürth. Die letzte Folge habe ich gerade eben aufgenommen und die war nicht so geil. Könnt ihr mal rechts um beim i vorbeischauen. Wir haben gegen Hamburg und gegen Kiel gespielt, sind jetzt aktuell mit 14 Punkten auf Platz 7 der Tabelle. Ja, jetzt haben wir unser Spiel gegen Dresden und danach gegen Osnabrück, glaube ich. Da hat mir jemand gesagt, dass es sogar ein Derby ist. Osnabrück gegen Fürth. Keine Ahnung, habe ich nicht gewusst. Weiß ich nicht, ob es so ist. Könnt ihr mir gerne mal reinschreiben. Wir spielen jetzt auf jeden Fall gegen Dresden. Das Spiel war für mich vor 2 Tagen und da war ich sogar im Stadion. Da hat Fürth gewonnen. Das heißt, wenn wir jetzt gewinnen, dann sind wir immer noch einen Sieg besser als Fürth in echt zum aktuellen Stand. Aber wenn wir jetzt verlieren, dann sind wir punktgleich mit den echten Fürthern und darauf hätte ich keinen Bock. Ja, deswegen gegen Dresden jetzt gewinnen wäre ganz geil. Hatten ja auch eine kleine Länderspielpause dazwischen, das habe ich natürlich jetzt übersprungen. Trotzdem würde ich hier und jetzt gerne gewinnen. Und schauen wir mal, trefft sich das der Verein, sind wir tatsächlich immer noch. Boah, ich dachte, dass das nicht mehr so ist. Wir haben letzte Folge nämlich nur ein Tor geschossen in 2 Spielen. Ja, aber okay, wir sind es immer noch mit 19 Treffern. Vielleicht jetzt gegen Dresden mal wieder da an dieser Statistik anknüpfen. Erster Schuss, erste Chance. Zweiter Schuss, zweite gute Chance. Ja, sehr auf sich alleine gestellt jetzt für den Konter. Aber wir haben es gut gemacht. Wir haben es trotzdem gut gemacht. Auch wenn wir ziemlich alleine gelassen worden sind. Nielsen, der Torwart, ganz, ganz stark pariert. Da haben wir echt das Beste draus gemacht, muss ich echt sagen. Keita-Duell, jetzt ist er durch. Daniel Keita-Duell. Kräuter Fürth geht in der 16. Minute in Führung. Yes. Das tut gut, das tut richtig gut. Wie gesagt, die letzte Folge habe ich ja gerade erst aufgenommen. Die sitzt immer noch ganz schön tief bei mir. Bei der Mannschaft hoffentlich nicht. 7. Saisontor schon, Keita-Duell in der 16. Minute, 20. Treffer für Fürth. Hoffentlich bleiben wir hier die treffsicherste Mannschaft. Jetzt Redondo, der Torwart kommt raus und das hat mich zum Lupfer verlockt. Aber der war halt richtig schlecht, der Lupfer. Redondo, Redondo, 2-0. Yes, 39. Spielminute. Der Prinz Redondo. Jawohl. Es fehlen so die ganz, ganz klaren Torchancen von beiden. Dresden hat nicht viele. Die haben sie eher die ersten Minuten gehabt. Wir haben nicht eigentlich so viele. Aber die, was wir haben, die sind beide zum Glück drin. Und das ist richtig, richtig cool. Erstes Saisontor übrigens für ihn. Auch lustig. Oh, Nielsen, der Torwart hält. Fuck. Er hätte auch noch reingehen können. Übrigens ultra komische Torwarttrikots, die Dresdner hat. Also in echt war er ganz lila oder pink oder sowas. Das ist richtig strange, was der hier für welche hat. Seguin. Missglückter Schuss. Oh nein. Schon in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Dresden mit dem 2:1. Hätten wir irgendwie haben können. Also so verteidigen war schon ein bisschen schwach gerade in dieser Situation. Oh! Junge! Das ist doch echt mies. Gelbe Karte für Ehlers oder so. Sehr schön, sauber. Und es gibt sogar noch einen Wurf für uns. Keine Ahnung warum, aber es ist richtig nice. Oh, stark. Ah, er zieht nicht nach. Ich dachte, er läuft in die Lücke rein, aber er kam zu spät. Boah. Jetzt wird's gefährlich. Stefaniak bringen wir mal. Jetzt wird's gefährlich. Die kommen richtig, aber mit Zug. Das können wir. Und das können wir sogar nochmal in einen Angriff umsetzen.
Keita Ruel. Abpfiff, yes! Sehr ausgeglichen, sehen wir hier. 7 Schüsse zu 7, 5 zu 4 aufs Tor. Weniger Ballbesitz hatten wir sogar, also sehr ausgeglichen. Bin ich echt zufrieden mit dem Sieg. Was muss ich in der Defensive verbessern? Sie haben geführt und Dresden ist dann doch nochmal rangekommen. Klar, wir müssen lernen. Das ist nicht optimal gewesen, das ist klar. Wir haben trotzdem gewonnen. Wir werden das alles analysieren, weiter trainieren. Sie haben zwar gewonnen, aber der Ausgleich lag in der Luft. Was sagen Sie dazu? Klar, wir müssen besser spielen. Das war ein knapper Sieg. Wir hätten mehr Druck machen müssen, es wäre besser gewesen, wenn wir noch eins nachgelegt hätten, aber es hat gereicht, wir haben zum Glück noch gewonnen. Wie schwer war es, die Abwehr von Dresden zu überwinden? Naja, wir haben unser Spiel gemacht und dementsprechend haben wir es zweimal sehr gut geschafft. Wir haben es auch ein paar Mal noch öfter geschafft, aber da ist es dann kein Tor geworden. Zweimal hat es sehr gut geklappt und daher 2:1 geht in Ordnung. Wir haben 3 Punkte, das ist das, was zählt. Mein Spiel ist abgestürzt. Alter, wehe, der hat das jetzt nicht gespeichert alles. So, wir haben eine Pressekonferenz, also es ist wahrscheinlich echt ein Derby. So, ich danke für Ihre Geduld. Muss ja, ich glaube dem Zuschauer, ja, ich bin ja nicht doof. Aber ich weiß es nicht. Ist Ihre Mannschaft stark genug und gut genug, um weitere solche Ergebnisse zu zeigen? Denn wenn Sie so weitermachen, dann werden Sie auf jeden Fall in der oberen Tabellenhälfte landen, das hat er gerade gesagt. Hoffentlich ziehen alle mit, würde ich sagen. Also wir sind in der Position, weil wir gute Spieler haben. Jeder Spieler weiß, was ihn erwartet und hoffentlich bleibt das auch so. Gegen Dresden war es am Ende sehr knapp. Wie wird das gegen VfL Osnabrück sein? Ja, das irritiert uns keinerwegs. Also wir gehen professionell und respektvoll in die Partie. Jeder Spieler weiß natürlich, dass es ein knapper Sieg war, aber das war ein Sieg und das hat uns trotzdem gut getan. Unsere Leistungen in letzter Zeit sind relativ gut, kann man davon ausgehen, dass sie weitergehen. Ich bin dabei. Ja, die Jungs haben tolle Ergebnisse erzielt, was will man mehr? Ja, wir würden uns natürlich wünschen... Wir würden uns natürlich wünschen, wenn das so weitergeht. Omladic wollte unbedingt wieder spielen. Ich nehme ihn jetzt nicht in die Startaufstellung. Aber heute kommen wir mal für Stefaniak rein. Dass er dann halt für Hrgota dann eingewechselt wird anstatt Stefaniak. Schauen wir mal. Und da wird sich fleißig aufgewärmt. Keita Ruel. Einer, der ja auch schon relativ häufig bei uns getroffen hat. Ja, gegen Osnabrück jetzt. Ich bin gespannt. Lasst uns das Spiel hoffentlich gewinnen. Nielsen! Pfosten! Dreck! Mann! Oh, taktisches Foul. Gelb für Engel. Kein cooler Move. Branimir Hrgota. Keita Ruel. Sehr schön gemacht. 1:0 für uns, für das Kleeblatt. Yes. Sehr schön war das. Das war ein cooles Tor. Sowas gelingt uns ja auch nicht immer. Die Flanke und dann bewegt sich Keita Ruel hin zum kurzen Pfosten. Schwer zu verteidigen. Und kann den dann Volley ins lange Eck reinhauen. Richtig gut. 8. Saisontor. Damit zieht er sogar Nielsen vorbei, glaube ich. Der vorher nur das Aluminium getroffen hatte. Oh, was? Der ist drin! Was? Oh, jetzt muss ich die Hymne von Osnabrück raussuchen. Die habe ich nämlich nicht. Mann. 1:1. Ziemlich schnelle Antwort. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass der denn da reinhaut. Aber gut. Und da ist Paul Seguin, Nielsen, Keita Ruel, wer ist da alles? Ich weiß es nicht. Das war's, erste Halbzeit 1:1. Ja, geht so, also, ja, Keita Ruel, der sieht jetzt richtig gut aus, aber auch der klappt auf jeden Fall nicht. Zu lange gewartet oder hätte ich lieber abpassen sollen oder ich weiß es nicht. Jetzt Nielsen in die Mitte auf Keita Ruel, kommt aber nicht an. Komm, jetzt Keita Ruel, als ob er den macht. Als ob er den macht. Jawohl. Ein Fehler von Osnabrück. Die haben sich da gegenseitig ein bisschen behindert.
Und Caterwell kriegt den Ball dann, aber dass er den da macht, das überrascht mich mega. In der letzten Folge zum Beispiel, Tor war leer, glaube ich, gegen Hamburg oder so. Und er schießt den Torhüter an. So, und damit kommt Omladic, der wollte ja unbedingt kommen. Und Tobias Mohr wieder. Tobias Mohr, ach ist das schön. Ach ist das schön. Oh, fast ist da Nielsen. Das ist gegen Hamburg und gegen Stuttgart und gegen wen auch immer wir gespielt haben, war ich immer die langsamere Mannschaft. Und gegen Dresden war es jetzt schon deutlich besser und jetzt gegen Osnabrück sieht man es ganz deutlich, dass ich dann doch irgendwie die schnellere Mannschaft bin. Omladic, der wollte unbedingt rein. Oh, die hatte eine riesen, riesen Chance. 2 Minuten Nachspielzeit. Ich habe auf sehr defensiv gestellt. Die letzte Minute läuft schon quasi. Die 2 Minuten Nachspielzeit sind schon rum, sozusagen. Jetzt weg, Omladic. Weg. Weg. Sogar einen Angriff um Münzen. Ich weiß es nicht. Der Schiedsrichter pfeift noch nicht ab. Tobias Mohr lässt sich sehr weit rausdrängen, aber ich habe halt auch auf sehr defensiv. Er kommt an ihm vorbei, macht das richtig, richtig stark. Tobias Mohr und Nielsen. Naja, es wird nichts, aber wir haben wieder gewonnen. Wieder 2-1, aber es ist mir so egal. Nielsen kriegt noch eine gelbe Karte, absolut berechtigt. Ich habe vorhin ein taktisches Foul gemacht. Oh, anstrengend. Und mein Spiel stürzt ab. Nicht dein Ernst. Zum 18. Mal jetzt heute. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob er es gespeichert hat. Boah, Leute, immerhin ist FIFA so schlau und speichert die ganze Zeit ab. Das finde ich richtig, richtig nice. Abgespeichert wurde, in der nächsten Folge sehen wir hier, haben wir das nächste DFB-Pokalspiel gegen Union Berlin. Naja, nichtsdestotrotz lang genug rumgelabert, das war es jetzt dann wirklich von dieser heutigen Folge. Schaut auf jeden Fall bei der nächsten vorbei, das wird mega spannend, DFB-Pokal. Und ansonsten, ja, 2 Spiele heute gewonnen, 6 Punkte mitgenommen. Läuft. Kann man mal machen. Lasst euch total, wenn es euch gefallen hat. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao.